Einen wunderschönen guten Abend. Hier bin ich wie versprochen. Ich grüße die Gruppe oder die Mitglieder der Gruppe. Wir sind Kinder von der Mosel. Ich habe bei der letzten Live-Challenge hier einige Sachen ein bisschen falsch gemacht, ein bisschen dummes Zeug gequatscht. Dafür möchte ich mich noch entschuldigen. Und erstmal ein großes Dankeschön loswerden an meine Mitadministratoren, die ja auch hier fleißig am Helfen sind immer in der Gruppe, damit es weiter rund läuft. An erster Stelle Heinz Peyer, dem wir auch wunderbare Fotos zu bedanken haben, dem Hans Heimes oder den Thomas Welz oder den Willi Grötz oder die liebe Margot Thyssen, die lieber ihr Herz für Köln schlagen lässt als für uns Düsseldorfer hier, für mich in Düsseldorf momentan als gebürtiger Muselaner. Aber ich habe was vor mit euch heute Abend und da könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt vor allen Dingen. Weil wir machen hier mit. Hier, ich bin ein Spaßkopf. Wir sind eine reine Elterninitiative hier aus Düsseldorf. Und ich brauche eure Stimme, wenn es geht. Wir machen mit bei der Aktion Kamelleregen 2017 der Stadtwerke Düsseldorf. Und wir haben die Chance auf 30.000 Tütchen Gummibärchen zu gewinnen. Und die wollen wir gewinnen mit unserer Elterninitiative. Und ich oder wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, damit wir eine Chance haben, mit unserer Initiative diese am Karnevalssonntag hier in Düsseldorf verteilen zu können. So, eine Adresse zu diesem Link füge ich jetzt gerade ein und wird jetzt unter mir hier unten drunter gescrollt, Wenn ihr uns angezeigt. dabei unterstützen würdet, dann. So, mein Ton ist jetzt mal lauter und ich begrüße alle die, die jetzt schon mal zuschauen. Die meisten an der Mosel, wie ich sehe, beziehungsweise auch in der Eifel. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare auf den Text geht, dort unsere Stimme gibt. Momentan haben wir 3.397 und mein Ziel wäre es, wenn ich so gegen 9 Uhr vielleicht mit euch zusammen 3.500 Stimmen hätte. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen würdet, weil heute Nacht sind wir schon abgerutscht auf Platz 9 und die ersten 10 kommen nur weiter und es sind noch knappe 12 Tage für die erste Runde. Und wer mich sehen sollte und für uns abstimmt, würde mich freuen, wenn ich unten einen Daumen hoch bekommen würde, damit ich mal sehe, wie viele Leute mir hier zuschauen und das Ganze mitverfolgen. Und damit ich weiß, wie viele Leute mich und beziehungsweise unsere Initiative unterstützen. Wenn ihr ansonsten Fragen haben solltet zu der ganzen Geschichte oder zur Gruppe hier, fragt einfach in die Kommentare rein. Ich versuche alles zu beantworten in den nächsten gut 30 Minuten, die ich vorhabe, hier bei euch zu sein. Und ich hoffe, dass ihr mich bzw. uns tatkräftig unterstützt. Ich mache jetzt gerade mal ein Update. 3.399 Stimmen haben wir und mein Ziel wäre es, in der nächsten halben Stunde 100 Stimmen mit euch zu holen. Ansonsten grüße ich alle, die in der Gruppe drin sind. Das sind ja fast 4000 Menschen mittlerweile, die jeden Tag fleißig am Posten sind. Und es ist immer wieder schöne, nette Heimatbilder von der Mosel. Sei es Cochem, Bruttich, Zell, Bernkastel, Traben, Trarbach, Trier oder Koblenz oder wo so sonst alle herkommen, immer wieder anzusehen. So, mal schauen, wie es hier aussieht. Mache zwischendurch immer noch mal so gerne Updates. Und es hängt momentan bei 3.999 fest. Momentan sehe ich hier einen Zuschauer, der mich sieht. Und jetzt höre ich mich selber, weil ich habe jetzt selber für mich das Und Bild schon bei aufgemacht, damit ich auch weiß, was hier abgeht. 3.999 fest. Momentan sehe ich hier So. einen Zuschauer, der mich. So, und nochmal den netten Hinweis. Unten auf den Link gehen in den Kommentaren. Kamellgemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden. Da dürft ihr uns eure Stimme geben. Ich grüße die nächste Muselanerin im Osten Deutschlands. Hallo. Bitte gib uns deine Stimme für die Kamelle-Aktion, für die Spaßköpfe, damit wir die Chance haben, auf 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen. Weil die bekommt der Erstplatzierte und wir sind leider heute Nacht abgerutscht bis auf Platz 9, kämpfen uns leider zu.
Und der nächste kommt aus dem Heimatdorf dazu. Ich grüße auch dich. Und dann sind schon die ersten Daumen hoch. Genau, super. Unten in den Link drauf gehen. Gerne dann Daumen hoch geben, dass ihr abgestimmt habt, um da mal zu schauen, was die Stimmen machen. Ich mache jetzt hier nochmal kurz ein Update und von 3.399 hat sich nichts verändert. Wir brauchen eure Stimmen, damit wir weiter im Rennen sind, um die 30.000 Tütchen. Ansonsten gibt es auch ganz hier in meinem Profil so einen QR-Code, der kann auch gerne abgescannt werden, damit wir weiter im Rennen bleiben. Wir sind eine Elterninitiative, kein Verein, das muss man dazu sagen, im Düsseldorf hier, aber haben schwer mit den großen Karnevalsvereinen zu kämpfen, die einerseits schon genug Geld haben und sich damit Wurfmaterial kaufen zu können, im Gegensatz zu uns. Und deswegen würden wir gern auch mal als Elterninitiative mit den drei anderen Gemeinschaften, die bei uns mitmachen, die, ich sag's mal, 30.000 Tütchen gewinnen. Wenn es auch nur die 10.000 wären für den dritten Platz, würde mich das auch freuen. Beziehungsweise auch den Facebook-Sonderpreis würde mir auch schon gut gefallen, mir persönlich. Ich sehe schon gerade, die Zuschauer werden immer mehr. Ich grüße euch alle. Und hier kommt jetzt gerade eine WhatsApp, der gerne zuschauen möchte. Moment. Gerade ein bisschen nebenbei schreiben. Und dann nehmen wir ein neues Mitglied mit auf. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. So, und dann gehen wir nochmal auf die Wir sind Kinder. Und dann nehmen wir ein neues Mitglied mit auf, die uns dann auch zuschauen kann. Genau. So, die Daumen hoch sind da. Jetzt machen wir nochmal schnell ein Update von den 3.399 Stimmen. Tut sich momentan, so wie das hier aussieht, doch eine Stimme mehr. Wir haben die 3.400 Stimmen bekommen. Das ist schön. Mein Ziel ist es mit euch zusammen, liebe Zuschauer, auf dem Berg, grüße dich auch, dass wir vielleicht jetzt zusammen 100 Stimmen bekommen können, damit wir im Kampf weiter dabei sind, weil bis Platz 5 sind es gerade mal nur 72 Stimmen, damit wir uns wieder weiter nach vorne pushen können. Und jede Stimme, die wir gewinnen können im Kampf um die 30.000 Haribo-Tütchen, wären wir dankbar. Also bitte unten in die Kommentare reingehen. Da ist der Link von mir, kamelgeregen.de, Kamelge-Gemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden. Gebt uns eure Stimme. Ihr könnt abstimmen mit einem Handy, wenn ihr habt, mit einem Tablet, mit Laptop, mit jedem internetfähigen Gerät, wo man mit auf die Seite gehen kann, um eine Stimme abzugeben. Dann einfach die zwei Codewörter eingeben. Und dann auf Abstimmen gehen und so haben wir dann eure Stimme, die uns hoffentlich weiterbringt. Auch das Video, was ich bei YouTube reingestellt hatte von unserer Gemeinschaft, ist schon super angenommen worden. Über 400 Menschen haben sich das bereits schon angeschaut. Hätte ich auch nicht gedacht in dieser kurzen Zeit, aber Karneval verbindet, kann ich immer wieder feststellen. Und das ist auch gut so. Auch wenn es heute jetzt hier in Düsseldorf zu hören gab, dass der Zug, wo wir mitgehen, zu kämpfen haben wird wegen der scheiß Terrorwarnung, denke ich mal, werden wir trotzdem marschieren, weil Terror soll es nicht geben. Wir wollen Spaß haben am Karnevalssonntag hier im Fedelszug von Reisholz bzw. in Hassels. Ich frage mal ganz unverschämt in die Gruppe rein von den Zuschauern. Habt ihr schon abgestimmt für uns? Dann drückt bitte den Gefällt mir-Button unterhalb des Links, damit ich mal weiß, wer alles abgestimmt hat. Wie viele Stimmen hier aus der Gruppe von dieser Live-Veranstaltung heute Abend sind. Würde mich freuen. Kostet euch nichts. Maximal 2 Minuten Zeit. Ihr geht keine Verpflichtung ein. Die Senta. Super. Vielen Dank, Senta. Daumen hoch. Und vielleicht warst du ja der 3.400. Stimme, die uns erreicht hat. Aber mein Ziel wäre es, 3.500 zu packen. Und deswegen kann ich nur die Mitglieder alle animieren von Wir sind Kinder von der Mosel. Gebt uns eure Stimme. Ihr dürftet diesen Beitrag oder andere Beiträge von mir gerne weiter teilen, damit wir weiter im Rennen sind. Als kleine Elterninitiative mit einem Kindergarten bzw. einer Grundschule ist dabei und Dirk, dem Baumeister.
Ja, am Rosenmontag, da sind wir allerdings nicht dabei beim Umzug, seinen 50. Geburtstag feiern wird. Auf dem großen Rosenmontagsumzug hier in Düsseldorf. Ich bin die ganze Zeit nur im Quatschen. Das ist einerseits immer so monoton. Einer quatscht und ganz viele schauen zu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach mal eure Frage unten ins Kommentarfeld rein. Weil das sehe ich dann auch. Und kann auch dann gerne mal Fragen beantworten, warum ich so einen Quatsch hier mache oder wieso, weshalb, warum. Oder sonstiges. Ich drücke euch die Daumen. Karneval ist echt was. Okay, aber soweit ich weiß, wird doch zumindest in Berlin auch Karneval gefeiert, ne? Und wenn es das Karneval der Kulturen ist, so wie ich was da so weiß, ne? Deswegen. Ja. Sonst macht er deinen eigenen Karnevalsverein auf. Ist so eine andere Idee auch noch. So, gerade nochmal aktualisiert. Wir haben weiterhin 3400 Stimmen und brauchen 22 Stimmen. Schönen guten Tag nach Dreis. Auch hier die Bitte, uns zu unterstützen. Unten in den Kommentaren ist der Link für die Kamelleregen-Aktion. Gib uns deine Stimme bitte, damit wir die Chance haben auf 30.000 Tütchen Haribo. Genau, da war jetzt gerade auch der QR-Code. Wenn ich das richtig sehe, ich sehe ihn mal, gerade mal hier aktualisieren, damit wir die Chance haben, auf 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen. Wobei, ich sehe den QR-Code jetzt gar nicht hier. Da war das ein Daumen hoch, was ich da bekommen habe von der Sandra. Das wird es wohl gewesen sein. Ja, wie gesagt, wir brauchen jede Stimme im Kampf gegen die großen Karnevalsvereine hier in Düsseldorf bzw. Umland. Heute Nacht sind wir abgerutscht auf Platz 9, momentan sind wir auf Platz 7. Geht bitte unten auf den Link, gebt uns eure Stimme, damit wir im Kampf um die 30.000 Haribo-Tütchen der Stadtwerke Düsseldorf im Rennen bleiben. Ja, danke Sandra. Weil wir sind nur eine kleine Elterninitiative und kein Verein, die hier mitmachen im Kampf gegen die Großen. Weil die Großen können alles, die haben vor allen Dingen Geld und wir haben wenig Geld, müssen alles selber bezahlen. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir was von dem großen Kuchen der Stadtwerke Düsseldorf abbekommen würden, damit wir fleißig werfen können am Karnevalssonntag hier im Düsseldorf, im Viertel Hassels und Reisholz. Und ich denke mal, die Kinder würden sich freuen. Und ich hoffe auch weiterhin, dass der Umzug stattfindet. Nicht, dass der Terror hier siegt. Weil die Stadt hat wohl jede Menge Auflagen gemacht, dass aus Sicherheitsgründen die ganzen Kreuzungen gesperrt werden müssen. Das kostet viel Geld. Und es darf nicht sein, dass der Terror gegen so einen Scheiß gewinnt. Karneval soll Spaß machen. Den werden wir mit Sicherheit haben. Und wir können noch mehr Spaß haben, wenn wir einen der Preise gewinnen von den Stadtwerken Düsseldorf. Und ich mache jetzt einfach mal, ich habe zwar schon abgestimmt, wenn ihr auf den Link unten geht, dann kommt ihr auf diese Seite, dann geht ihr einfach auf Abstimmen, gebt dann diese zwei Wörter ein und dann auf Abstimmen und dann kommt anschließend dieses Fenster. Sie haben bereits abgestimmt. Das könnt ihr machen mit Handy, Laptop, Tablet, PC oder sonstigem Abstimmgeräten, wo ihr mit ins Internet kommen könnt. Was auch geht, wenn ihr den QR-Code abscannt, den kann ich gleich auch nochmal runtersetzen ins Kommentarfeld. Moment, ziehe ich ihn direkt hoch, wenn ich reinkomme. Ich komme jetzt nicht mehr rein, falls die Sandra zusehen sollte noch. Sandra, setz mal bitte in Kommentarfeld das Bild von dem QR-Code. Den kann nämlich schon abgescannt werden. Beziehungsweise ich muss jetzt gerade selber nochmal den einfügen. Genau, zack, da habe ich jetzt eingefügt die Adresse. Jetzt habe ich sogar zweimal an, jetzt habe ich ihn fixiert. Okay, da könnt ihr jetzt einfach drauf gehen. Da ist er jetzt fixiert und könnt eure Stimme uns geben. Würde mich freuen, wenn ihr dann unten damit ich weiß, wer uns alles mal ist, natürlich freiwillig. Und mein Ziel ist es, jetzt bis noch knapp 21 Uhr gegangen. Ich möchte, sei denn, es kommen noch mehr Zuschauer, die Lust haben, mit mir die Zeit zu verbringen.
dass wir eventuell 100 Stimmen bekommen und eventuell Platz 7 überholen können, oder? Vielleicht mal sogar Platz 6. Dafür fehlen uns aber eure Stimmen. Wie gesagt, unten auf diesen Beitrag gehen, ins Kommentarfeld und dann bitte kurz drauf gehen, abstimmen. Und dann haben wir eure Stimme, die ist gezählt. Kostet euch kein Geld, ihr geht kein Abonnement für neuen Strom ein. Dafür könnt euch jemand anders vorbeischicken, wenn ihr Strom haben wollt, aber das soll nicht sein, sondern hier, wir von den Düsseldorfer Spaßköppen, eine reine Elterninitiative, wollen einfach nur die 30.000 Tütchen Haribo gewinnen. Motto dieses Jahr: Uns kriegt nichts klein. Der Karneval, der muss sein. Wir sind fleißig dabei. Haben auch dieses Jahr unseren ersten eigenen Wagen uns zugelegt. Sonst hatten wir uns jedes Jahr einen Wagen ausgeliehen. Aber dieses Jahr haben wir uns einen eigenen gekauft. Da sind wir auch schon fleißig dran am Rumbasteln. Und ich denke, am Karnevalssonntag wird da was Leckeres, Nettes auf der Straße rumfahren. Ansonsten haben wir auch eine eigene Facebook-Seite. Die könnt ihr auch gerne mal euch anschauen oder auch liken, wenn ihr wollt. Auch da gebe ich jetzt mal kurz die Adresse von unserer Seite ein, wenn das denn alles hier so funktioniert. So. Aber das will nicht so, wie ich das will. Nee, das klappt nicht so. Okay, dann muss ich ein bisschen weiterarbeiten und begrüße weiterhin die ganzen Zuschauer, die wir hier haben. So, jetzt machen wir ein neues Fenster mal auf. Könnt ihr jetzt alles nicht sehen, weil ich im Hintergrund noch am PC am Arbeiten bin. Und würde mich aber auch weiter auf Anregungen freuen, beziehungsweise auf Ideen, was man hier in der Gruppe generell mal noch verändern könnte. Ich hatte ja bei der letzten Sendung schon mal gesagt, ich würde mich freuen, wenn. Ja, danke Sandra, da ist auch gerade der Link gekommen für die Facebook-Seite von uns. Ich würde mich mal freuen, wenn mal der ein oder andere hingeht und mal ein leckeres Moselrezept einfach mal hier reinsetzt. Damit auch die anderen, die weiter weg sind, da nochmal ein Heimatgefühl kommen können beim Essen. Ich hatte ja letzte Woche die Naunzen abgebacken, auch in einem Live-Video, allerdings auf meinem privaten Profil. Und die Facebook-Zahlen, die sahen an für sich ganz gut aus, beziehungsweise auch die YouTube-Zahlen, wo ich die Videos dann auch hochgezogen hatte, fanden Anspruch. So, die Nase juckt, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, dass wir gewinnen bei den Kamelgeregen. Und ja, leider tut sich bei unseren Stimmen sehr wenig. Ich weiß auch, dass ich dem einen oder anderen schon längst auf den Sack gehe. Ja, muss ich dazu sagen. Aber nur in der Gemeinschaft kann man halt eben viel gewinnen. Und ich habe auch leider auch zu viele WhatsApp die letzten Tage schon rausgeschickt, um mit der Bitte. Aber ich sage es mal so: 8 von 10 geben uns ihre Stimmen. Das habe ich schon festgestellt. Die anderen sind leider schon mittlerweile dann ja, genervt davon, dass ich um Stimmengunst bitte. Aber zumindest für die Düsseldorfer, die können sich freuen dann, wenn wir die Chance haben, sie zu gewinnen, damit wir euch den Kamelleregen dann überschütten können beim Umzug hier in Düsseldorf Reisholz-Hassels am Karnevalssonntag. Wie gesagt, geht unten einfach bitte auf den Link, kamelleregen.de, Profile, Kamelle-Gemeinschaft, Karneval im Düsseldorfer Süden. Gebt uns eure Stimmen, einfach abstimmen, die zwei Wörter eingeben. Und dann seid ihr gewertet. Ihr könnt Stimmen abgeben mit einem Tablet, Handy, PC, Laptop oder sonstigem. Und würde uns freuen, dass ihr uns unterstützen würdet. Und vielen Dank an die nächsten drei Stimmen, die wir bekommen haben. Jetzt sind es noch 18 auf Platz 7 und 36 Stimmen auf Platz 6. Vielleicht packen wir die heute Abend hier noch mit euch zusammen. Würde mich freuen. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Kann jetzt momentan noch nichts sehen. Ich sehe jetzt nur, wer wie viele zuschauen. Aber nicht, wer alles zuschaut. Wenn ihr wollt, einfach mal unten einen netten Kommentar einfügen. Und dann begrüße ich euch auch einzeln, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr anonym bleiben wollt, ist das auch kein Problem für mich.
Zumindest sehe ich, dass wir jetzt zwei Zuschauer haben. Ich grüße euch, egal wo ihr momentan seid. Ich bin hier in Düsseldorf in dem Zimmer meines Sohnes. Ich gehe auch nicht als Frosch, wie bei der letzten Sendung vermutet worden ist. Wir gehen dieses Jahr als Bauarbeiter und unterstützen damit den Quatschkopf Dirk, der Baumeister, der an Rosenmontag beim großen Umzug in Düsseldorf mitgeht und dort seinen 50. Geburtstag feiert. Ja, und wir wollen auch feiern, allerdings am Karnevalssonntag. Und dann wollen wir feiern, dass wir die Chance haben oder vielleicht mit euch, mit eurer Unterstützung, die 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen. Ich kann mich immer nur wiederholen, 30.000 Tütchen Haribo gibt es zu gewinnen. Die würden wir gerne haben wollen. Dafür müssen wir innerhalb der nächsten 13 Tage in den Top 10 bleiben, damit wir weiter im Rennen dabei sind. Und das sieht momentan recht schlecht aus, weil die großen Karnevalsvereine, die drücken ganz schön. Heute Nacht sind wir sogar abgestürzt bis auf Platz 9 und das ist sehr schade, weil wir sind nur eine kleine Elterninitiative, die da mitmachen, haben nicht so viel Geld wie die großen Karnevalsvereine hier in Düsseldorf und würden uns daher freuen, wenn wir da was bekommen könnten von dem Batzen der Stadtwerke Düsseldorf. Aber andersrum ist es auch so, wenn jemand, der hier in der Gruppe drin ist, dieses Video jetzt sieht und möchte gerne was Gutes tun und sagt, diese Sache unterstütze ich. Ich spendiere was, damit ihr was werfen könnt. Nehmen wir das gerne auch als Spende an. Wer was spenden möchte, damit wir werfen können, sei es Werbung für ein Weingut oder für eine Pension oder sonstiges, kann gerne später einen Kommentar hinterlassen oder private Nachrichten mir zusenden. Da können wir gerne in Kontakt kommen. Wir nehmen fast alles, was wir werfen können, auch wenn es sein muss, mit Werbung für irgendein Weingut oder irgendeine Firma oder. Da sind keine Grenzen gesetzt. Oder ich sage es mal, fast keine Grenzen. Gehen wir nochmal kurz in die Gruppierungen rein. 3404 war es eben gewesen beim letzten Update. Da hat sich auch nichts geändert. Es sind weiterhin noch die 18 Stimmen auf Platz 7, die uns fehlen. So, wie sieht es denn hier bei den Kommentaren aus? Auch da ist es sehr ruhig, wobei die Zuschauerzahlen schwanken, gehen jetzt wieder nach oben. Ich begrüße euch alle hier in der Gruppe. Wir sind Kinder von der Mosel als euer Gruppenadmin. Aber auch eben schon am Anfang die ganzen anderen Administratoren vorgestellt, bei denen ich mich auch nochmal recht herzlich bedanke für ihre tolle Arbeit, die sie hier in der Gruppe machen. Das Überwachen, dass keine Fake News oder pornografischen Bilder oder Versicherungsmakler ihre Darlehen verkaufen wollen, dass diese Personen direkt immer gelöscht werden und nur schöne Moselfotos oder leckere Moselrezepte hier gezeigt werden. Denn darum soll es gehen in dieser Gruppe. Gerne auch eine Veranstaltung von einem Weinfest oder von einer Kirmes oder sonstigem, was das kulturelle Leben an der Mosel voranbringt, sage ich jetzt mal so. Die letzten Wochen kamen schöne Winterimpressionen der einzelnen Dörfer oder Städte. Das war richtig schön anzusehen, auch aus der Eifel ein bisschen, von oben runter oder vom Hunsrück runter. Also da macht es immer wieder schön oder Spaß zuzuschauen und so ein bisschen vermisse ich auch die Mosel an dieser Stelle, muss das mal gesagt werden. Weil es gibt nichts Schöneres meiner Meinung nach als unten die Flusslandschaft, ich sage es mal so, zwischen Dreiskaden bis Zell. Natürlich hat die Mosel auch andere schöne Ecken und Kanten, muss man dazu sagen. Aber das ist so mein Gebiet, wo ich mich heimisch fühle und auch gerne im Jahr bin. Nicht zu vergessen das Kochumer Weinfest, das Pruttig-Fankiger Weinfest oder Pruttiger Weinfest oder die Pruttiger Kirmes, die ich auch nur empfehlen kann. Bekannt ist aber auch der Stuhlgang in Itscher. Oder. Deswegen. Aber jetzt nochmal zum Punkt. Wir brauchen eure Unterstützung. Hier ist es. Wir sind die Kamelle-Gemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden und hätten gern eure Stimme fürs Voten, damit wir im Kampf um 30.000 Tütchen Haribo mitmachen können. Ich aktualisiere nochmal und siehe da, es tut sich leider nichts, wo ich mir gerne von eurer Seite ein bisschen Unterstützung erhofft hätte. Wobei die Zuschauerzahlen gehen jetzt wieder nach oben, das ist auch sehr schön anzusehen.
Und wenn einer Fragen hat zu unserer Aktion oder generell zu mir oder für die Gruppe hier, wir sind Kinder von der Muse, kann er gerne mal Fragen unten ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich denke mal, spätestens Ostern dürfen wir auch eine neue Marke gesetzt haben mit fast 4000 Mitgliedern. Das ist auch sehr schön zu sehen hier für diese Gruppe. Allerdings muss man auch dazu sagen, mittlerweile haben wir 166 Personen, die mittlerweile blockiert worden sind, die entweder Werbung gemacht haben für irgendeine Versicherung, der sie Geld vermieten wollten, pornografische Bilder gesetzt haben oder sonstiges, wo nur Stress ist. So. Geht da gerade das Bild ein bisschen ändern für mich. Es wäre schön, wenn ihr unten bei den Kommentaren auf die Kamelgemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden Kamelgering 2017 draufgehen würdet. Dort werdet ihr weitergeleitet an unseren Link. Ich probiere das jetzt gerade mal aus. Ich tue mal die Kamera wechseln. So, da müsst ihr draufgehen, wenn ihr das jetzt seht. Wenn das Bild scharf wird, ist es besser. Genau, da draufgehen. Dann kommt ihr auf die neue Seite. Allerdings, da habe ich jetzt schon allerdings abgestimmt für heute, aber da seht ihr die 3400 Stimmen. Dort müsst ihr einfach dann nur bitte die zwei Codewörter eingeben, dann auf Abstimmen gehen, dann kommt ihr auf diese Seite wieder zurück und dann steht da, Sie haben bereits abgestimmt. Das könnt ihr aber machen mit jedem internetfähigen Gerät, wo ihr auf eine Seite kommen könnt, sei es Laptop, PC, Handy oder. Das ist alles machbar. Es gibt noch verschiedene andere Tricks. Den QR-Code extra nochmal abscannen, das geht auch. Oder auf den E-Mail-Link gehen. Alles ist machbar. Hauptsache, wir haben die Chance auf 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen. Wenn ich könnte, würde ich euch mitgewinnen lassen. Ist ein bisschen schwierig. Ich kann euch maximal einladen. Kommt am Karnevalssonntag dann hier nach Düsseldorf. Guckt euch den schönen Umzug an in Reisholz und in Hassels. Und ich hoffe nicht, dass der Umzugs ausfällt aufgrund des Terrors, weil das war wirklich schade. Vor allen Dingen, es wird richtig schöne Wagen geben. Vor allen Dingen, ich habe jetzt den schon gesehen von Bob, dem Baumeister, beziehungsweise Dirk, dem Baumeister, und der sieht richtig toll aus. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich denke, mein großer Dank geht da an eine bestimmte Person, die auch bei uns mitmacht, allerdings bei den Hasselhotter Jecken, die auch in dieser Kamelgemeinschaft mit drin sind. Weil wir machen das mit 4 bis 5 kleinen Gruppen, dass wir diese Gemeinschaft bilden und wollen dann halt eben zusammen auftreten und den Dirk, den Baumeister, der an Rosenmontag beim großen Umzug in Düsseldorf mitgeht und dann noch dabei seinen 50. Geburtstag feiert, unterstützen. Wir machen das mit der, muss ich mal ablesen, wie die Grundschule hier heißt, Hermann-Kmeiner-Grundschule, wer immer sie auch kennen mag von euch in Düsseldorf. Die Jecken der Pfarrei St. Antonius und Elisabeth, die feiern auch dieses Jahr 33 Jahre Karneval im Pfarrhaus. Und die Waldkobolde des katholischen Kindergartens und die Haselholter Jecken. Die sind alle mit dabei, beziehungsweise wir als Spaßköpfe natürlich auch im Rennen um die 30.000 Tütchen Haribo, die wir zusammen gewinnen wollen. Nur das geht nur mit eurer Unterstützung. Weil die großen Karnevalsvereine, die machen uns hier ein bisschen kaputt, auf gut Deutsch gesagt. Wir waren bis gestern Nachmittag auf Platz 5. Heute Morgen, 6 Uhr, gucke ich in mein Handy rein. Oh, Platz 9. Mittlerweile sind wir uns auf Platz 7, ne, auf Platz 8 vorgerutscht. Aber wir könnten wieder mit eurer Unterstützung auf Platz 5 vorkommen. Deswegen bitte unten auf das Kommentarfeld gehen, Kamelgering Profil. Und dort könnt ihr für uns abstimmen und voten. Wir würden uns ganz riesig darüber freuen. Ich würde mich aber nochmal freuen, das hatte ich bei der letzten Sendung schon mal gesagt, auch eben am Anfang darauf hingewiesen. Ich würde mich auch freuen, wenn einige von euch mal Moselrezepte hier in die Gruppe reinstellen würden. Gerne kann dann auch mal so ein Beitrag fixiert werden am Anfang, damit er nicht direkt runtergeht und verschwindet über einiges Rezept, so typisch Mosel. Ist. Ich sage da nur mal der Spuntekäse, wer da leckere Rezepte im Spuntekäse hat. Aber nicht zu vergessen, deren
Düppekuchen. Wer da leckere Rezepte hat, können wir gerne mal hier in die Gruppe reinsetzen. Vielleicht muss ich mal gucken, wie man auch Ordner angeben kann, wo man dann so einen Ordner machen kann für leckere Moselrezepte. Aber ansonsten bitte ich nochmal um Unterstützung. Unten im Profil steht Kamillenregen. Geht dort bitte drauf, gebt uns eure Stimme, damit wir die Chance haben, auf 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen mit unserer Kamelle-Gemeinschaft. Ton, der nicht dazugehört, aber egal. Da kommt ein Daumen hoch. Ich freue mich, wer auch immer ihn gesetzt hat, diesen Daumen hoch. Okay, jetzt sehe ich gerade Papa. Ja, es sind wohl einige dabei, die uns doch jetzt unterstützt haben und abgestimmt haben. Ich mache jetzt mal Aktualisierung von 3405 auf 3407. Mein Ziel wäre es mit euch bis knapp, ja, 21 Uhr wollte ich 3500 zu haben. Das wird wohl knapp. Aber wisst ihr was, Leute, ich setze noch eine halbe Stunde drauf. Komm, bis 21:30 Uhr bin ich jetzt hier bei euch dabei. Super, danke Martin. Deine Stimme ist gezählt. Gerne jeden Tag wiederholen. Die nächsten 13 Tage dürft ihr noch für uns abstimmen. Wir würden uns ganz riesig darüber freuen. Oder wenn du noch andere Gerätschaften hast, wie ein Handy, Laptop, PC, Tablet, könnt ihr alle dafür nutzen, auf diese Seite gehen und dort drüber bitte abstimmen. Das würde mich oder wir würden uns ganz riesig darüber freuen. So, ich sehe auch schon die ersten Videos, die hier mitgeschnitten werden. Ohne meine Erlaubnis sehe ich gerade, die mir per WhatsApp zugeschickt werden. Muss ich mir ja mal in Ruhe anschauen. Aber trotzdem der Hinweis nochmal: Geht bitte unten auf die Aktion kamelleregen.de auf das Profil von uns, Kamelle-Gemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden, damit wir die Chance haben. Ich als Gruppenadmin würde mich im Namen aller, die mitmachen, und wir sind knappe 60 Personen, ganz riesig freuen, wenn wir mit eurer Unterstützung rechnen könnten. So. Gerade mal gefällt mir gesetzt. So, und dann gehen wir noch auf Aktualisieren, weil hat sich jetzt ein bisschen was getan. 3408, so soll es sein, so macht es Spaß im Kampf. Ansonsten, diese Gruppe, nur mal so ein bisschen zum Informieren, ist für alle, die von der Mosel sind, waren oder an die Mosel ziehen oder sich einfach nur mal informieren wollen, wie es ist, an der Mosel Urlaub machen zu wollen, zum Beispiel. Wenn ihr nette Aktivitäten habt, setzt sie rein. Bewerbt eine Veranstaltung, sei es jetzt für Karneval von mir aus, sei es für ein schönes Weinfest, Kirmes. Kann alles gepostet werden. Was wir nicht sehen wollen, sind pornografische Videos bzw. Kredithaie, die Geld zu viel haben, angeblich. Und nee, den Quatsch brauchen wir nicht. Wenn ihr uns mit Werbung unterstützen wollt für unseren Karnevalsumzug, dürft ihr das auch gerne machen. Wenn jemand sagt, ich habe hier 200 Kugelschreiber mit meiner Werbung drauf, wie denn hier zum Beispiel von der PSD Bank, den möchte ich euch geben, macht Werbung für mich beim Umzug in Düsseldorf für ein Weingut an der Mosel, immer her damit. Schreibt mich gerne unter PN an, mit dem Kontakt auf und dann ist das machbar, dass wir das für euch machen können in Düsseldorf beim Fedelsumzug am Karnevalssonntag hier in Reisholz und in Hassels. So, ich begrüße die Berger, die auf dem Berg, Entschuldigung, im Tal und auf dem Berg, ja, hallo. Heute schon gewotet, ist die Frage auch an dich. Ich stelle jetzt mal keinen Namen, aber ich denke mal, derjenige weiß. Und die Nauzen waren richtig gut, vor allen Dingen, die haben am Sonntag auch noch lecker geschmeckt, ne? Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt, unten ins Kommentarfeld reingehen. Dort gibt es die Stimme. Kamellengemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden, da drauf gehen. Einmal voten bitte mit PC, Handy, Laptop oder Tablet, damit wir im Kampf gegen die Großen weiter im Rennen sind. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob wir noch ein paar Stimmen dazu bekommen haben. Leider nicht, sind weiterhin bei 3408. Haben aber zumindest jetzt mal einen kleinen Vorsprung aufgebaut auf den 9. Wichtig ist nur, dass wir in den nächsten 13 Tagen noch in den Top 10 drin bleiben und dafür bräuchten wir jede Stimme. Vielleicht können wir uns auch ein bisschen weiter nach oben absetzen. Ich denke mal, die ersten beiden, die werden wir nicht mehr einholen können, aber je höher wir kommen, desto besser sind wir,
geschützt, sage ich jetzt mal so. Und das würde mich freuen. Und dann kommt allerdings noch die Endrunde, die dauert nur eine Woche. Aber sollten wir es packen, werde ich mich dazu auch nochmal melden bei euch. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen. Wenn ihr andere Ideen, Vorschläge habt, was wir mal hier in der Gruppe machen sollten, bei Wir sind Kinder von der Mose, dürft ihr gerne auch da mal Vorschläge einreichen. Weil dafür ist die Gruppe, denke ich mal, groß genug. Mit 3840 Mitgliedern, die wir jetzt hier drin haben. Und ich denke mal, spätestens Ostern werden wir auf die 4000er-Marke geknackt haben. Und die Mitglieder, die gesperrt sind, wird mit Sicherheit dann von momentan 166 auch angestiegen sein auf 200, weil was hier momentan oder wer hier momentan rein will in die Gruppe, das ist ein Wahnsinn. Kaum 5 Minuten bei Facebook, aber alle möchten sie rein. Das machen wir nicht. Hier kommen nur wirklich Leute rein, die entweder viele Freunde in der Gruppe haben oder wo zu sehen ist, dass sie von der Mosel sind, wo man Moselfotos sehen kann und nicht, wo man denken muss, dass sie dir innerhalb von 5 Minuten dein Facebook-Profil geknackt haben oder dass sie dir ein Darlehen verkaufen wollen. Den Quatsch brauchen wir ja nicht. Was wir brauchen, sind nette Fotos, nette Rezepte von der Mosel, wo man sich heimisch fühlt. Ich tue es jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe, die hier von den ganzen Fotografen, die hier dabei sind, gezeigt werden. An erster Stelle, sag ich mal, unseren Mitadmin, den Heinz Peyer, der immer wieder schöne Fotos auch in HDR-Technik reinsetzt. Aber auch den Thomas Welz, Hans Heimes, Margot Thiessen, Willi Kotz, die immer fleißig hier dabei sind, Fotos reinzusetzen. Aber auch die anderen natürlich, die privat auch hier ihre Fotos reinsetzen. Immer wieder schön zu sehen, gerade jetzt die letzten 3 Wochen, die ganzen Winterimpressionen, die man sehen konnte. Die zugefrorene Mosel, die verschneite Burg Cochem, immer wieder schön zu sehen. Vor allen Dingen, die kann man sich um 360 Grad jedes Mal zeigen. Immer wieder kommt ein neuer Effekt raus, wo es schön ist, sich das anzuschauen. Aber gerne dürft ihr auch von mosotypischen Veranstaltungen Bilder hier reinsetzen oder auch Videos, wie zum Beispiel der Stuhlgang in Etscher oder Kirmesmann in Bruttig, was mir so einfällt. Feuerwerk von Cochem wurde immer oft gezeigt und fotografiert und gefilmt. Oder aber auch leckere Rezepte, so wie ich letzte Woche. Ich hatte am Samstag in einer weiteren Live-Challenge Naunzen mit euch gemacht. Waren ja auch viele Zuschauer dabei. Ich weiß jetzt nicht, wer hat es alles nachgemacht. Darf gerne mal einen Kommentar reinschreiben. Auf jeden Fall, die Videozahlen waren schon beeindruckend, wie viel sich die Videos angeschaut haben. Sei es jetzt hier in der Gruppe direkt drin, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal. So. Das war nochmal ein bisschen was zur Gruppe. Jetzt auch nochmal der Hinweis: unten in das Kommentarfeld ist ein Kommentar fixiert. Kammergemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme gibt, damit wir im Rennen um die 30.000 Tütchen Haribo dabei sind. Die können wir nämlich gewinnen. Das ist eine Aktion der Stadtwerke hier in Düsseldorf. Ihr geht kein Abo ein oder sonstiges. Nein, einfach nur die Stimme abgeben. Die wird für uns gewertet, damit wir die Chance haben, diese 30.000 Tütchen zu gewinnen. Leider sind die letzten 3, 4 Minuten keine neuen Stimmen hinzugekommen. Mein Ziel war es gewesen, mit eurer Unterstützung vielleicht bis jetzt 9 Uhr die 100 neue Stimmen dazu zu bekommen. Ist leider nicht der Fall. Trotzdem grüße ich nochmal alle, die neu jetzt hier hinzugekommen sind. Es freut mich immer wieder. Vor allem teilweise schon, ich nenne es jetzt mal Stammkundschaft, hier zu sehen, die gerne auf meine Videos kommen, wobei ich nie weiß, wer ist gegangen auf dem Video drauf oder wer nicht. Ich sehe immer nur, wer kommt hinzu oder je nachdem, wer meinen Daumen hoch drückt, dass er dabei war. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Kommentare sind keine neu dazu gekommen. Ich muss jetzt mal aktualisieren, weil mein PC hat hier irgendwie aufgehangen gerade, weil ich macht das nämlich alles momentan mit dem Handy. Ja, so, da ist zwar nichts dazu gekommen. Da jetzt auch nicht. Dann gehen wir nochmal auf den Kamelleregen der Stadtwerke Düsseldorf. 10 Kommentare an der Unterhaltung wurde ins Rollen gebracht. Ja, das ist schön, dass zumindest Facebook mir einen
Hinweis gibt. So, 3408 Stimmen weiterhin nur. Leider bis dato. Ich mache nochmal hier ein bisschen, ich strecke schon mal meine Brust entgegen. Düsseldorfer Quatsch, Spaßköpf. Dazu zähle ich mit unserer Gruppe. Wir sind eine reine Elterninitiative, noch kein Verein, haben aber dieses Jahr zum ersten Mal uns einen eigenen Karnevalswagen gekauft, den wir auch momentan fleißig am Wochenende immer am Bearbeiten sind. Wir haben einen Oberbaumeister und viele Handgänger, sage ich jetzt mal so netterweise. Vielen Dank an die fleißigen Helfer, die da mitmachen. Wir müssen alles selbst privat bezahlen. Wir kriegen keine Unterstützung von außen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn wir die Chance haben, auf die 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen oder den Facebook-Sonderpreis, der auch ausgeschüttet wird. Das würde uns alles freuen. So, was soll ich sonst noch sagen? Mir fällt fast nichts mehr ein. Vielleicht gehe ich am Sonntag auch noch mal ein bisschen online, so wenn alles gut geht, vielleicht mal Sonntagmorgen 10 Uhr so zum Frühshoppen-Zeit. Vielleicht kann man dann auch noch mal ein paar Stimmen generieren, die Lust darauf haben. Wobei ich dann mal gucken muss, ob ich das hier in der Gruppe mache oder gegebenenfalls auf meinem privaten Profil. Würde mich mal freuen, wen würde das interessieren? Einfach mal einen Daumen hoch jetzt drücken, wen das interessieren würde, nochmal so eine Live-Challenge hier vor Ort für euch oder mit euch vor allen Dingen machen zu wollen. Darf das auch gerne in einen Kommentar reinschreiben oder mir privat per Privatnachricht. Dann ist das auch kein Problem, wenn es nicht gewollt wird. Ja, ich grüße dich auch. Schön, dass du zuschaust. Vielleicht hast du Lust, auch uns deine Stimme zu geben. Da kam gerade nochmal ein Daumen hoch. Super. Uns deine Stimme zu geben für die Aktion Kamelleregen, damit wir die Chance haben, hier auf 30.000 Tütchen Haribo der Stadtwerke Düsseldorf zu gewinnen. Momentan sind wir noch auf Platz 8. Ich hoffe, das ändert sich auch nicht ins Negative, sondern dass wir weiter hochsteigen. Auf Platz 5 sind es nur noch knapp an die 70 Stimmen, die wir brauchen könnten, um weiter Punkte gut machen zu können im Kampf gegen die großen Karnevalsvereine, wir als gerne Elterninitiative. Deswegen bitte auf unseren Kommentar unten gehen, kamelleregen.de, kostet nichts, maximal 2 Minuten Zeit und ich bedanke mich jetzt schon wieder bei zwei neuen Stimmen, die wir bekommen haben. 3.410 kann man viel einfacher rechnen. Jetzt bis Platz 5 sind es dann noch 73 Stimmen, die uns fehlen würden. Vielleicht kriegen wir die jetzt noch zusammen in den nächsten 20 Minuten, wo ihr uns vielleicht unterstützen könnt. Votet bitte für uns. Ihr könnt mit Handy, Tablet, PC, Laptop, alles, wo man mit ins Internet kommt, abstimmen. Noch schöner wäre es sogar, wenn ihr regelmäßig abstimmt bis zum 13. Februar, damit wir jeden Tag eure Stimme haben. Weil andere Vereine, die kriegen teilweise bis zu 300, 400 Punkte am Tag, wo man sich fragt, wie machen die das? Wenn ich jetzt hier sehe, der erste hat 5.477 und der dritte hat 4.066, haben die einen Vorsprung von fast 1.500 Punkte und keiner weiß, wie die das machen. Ob die das Internet um den Kopf stellen, umdrehen oder wie auch immer. Wir träumen nur davon, in die Endrunde zu kommen, damit wir die Chance haben, auf diese 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen, die wir gerne am Karnevalssonntag hier beim Umzug in Reisholz und Hassels an das Volk verteilen wollen. Das machen wir dann zusammen mit den Hasselhäuter Jecken, den Waldkobolden des katholischen Kindergartens, mit den Jecken der Pfarrei St. Antonius und Elisabeth, die dieses Jahr dreimal 11 Jahre Pfarrkarneval feiern, und dem Quatschkopf Dirk, dem Baumeister, der auf Rosenmontag beim Umzug in Düsseldorf seinen 50. Geburtstag feiert. Das wird mit Sicherheit auch eine schöne Feier für ihn. Wir gehen dort nicht mit. Wir sind dann in Gedanken bei ihm. Gedenken noch nicht, Gottes Willen. In Gedanken bei ihm. Und ja, mal schauen, ob es dann noch eine schöne After-Zucht-Party vielleicht gibt. Ansonsten nochmal danke ich allen Mitgliedern hier in der Gruppe, die immer schöne Fotos von der Mosel, von anderen Veranstaltungen, sei es als Prinzenpaar, da habe ich auch schon die ersten Fotos hier gesehen, aktiv sind oder waren. Ich könnte ja auch gleich mal noch ein Foto hier posten, wenn ihr das sehen wollt. Weil ich war oder hatte auch mal die Ehre, vor 10 Jahren
Kam gerade ein Kommentar. Vor allem können die eingetragenen Vereine Geld von der Stadt beantragen. Genau, wir sind leider kein Verein, sondern wir sind nur eine Elterninitiative und kein Verein. Ein Bild posten, wenn ihr das mal sehen wollt. Auch ich war mal Karnevalsprinz, bisher der erste und einzigste in meinem Heimatort in Bruttich-Fankel. Es war damals eine schöne Zeit mit der Prinzessin Tine. Und hier kommt jetzt gerade ein Update. Das wird nachher nochmal gezeigt, dass in Düsseldorf jetzt mit Sicherheitsbestimmungen zu rechnen ist. Und dass bei dem Umzug, wo wir mitgehen werden, jede Menge Vorkehrungen gemacht werden müssen. Was wiederum sehr schade ist. Und ja. Und ich hoffe, dass der Terror nicht siegt, sondern dass wir siegen insgesamt. Weil der Terror sollte keine Chance haben, dass deswegen jetzt hier in Düsseldorf die Karnevalsumzüge ausfallen müssen. Das wäre, denke ich mal, für die Leute, die sich die ganze Arbeit machen, unfair. Die da viel Zeit und teilweise auch viel Geld investieren. Und ja. Genau, Sandra, wir sind ein lustiges Trüppchen. Wir selber sind bei uns bei den Spaßköpfen mit. Quatsch. Doch, wir sind die Spaßköpfe. Knapp 26 Personen, allerdings mit Kindern. Und wir sind eine reine Elterninitiative, die sich selbst finanziert. Wir haben dieses Jahr uns den ersten eigenen Wagen finanziert bzw. gekauft, der fleißig momentan umgebaut wird, damit wir damit am Karnevalssonntag durch Reisholz bzw. Hassels hoffentlich fahren können, wenn der Umzug nicht ausfallen sollte. Was wir nicht hoffen. So, jetzt mache ich mal trotzdem mal ein kurzes Update. Was mal die Stimmen? 3.410. Da tut sich leider nichts. Bis auf Platz 7 wären 19 Stimmen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch in den nächsten, ich sage jetzt mal knapp bei 18 Minuten, die ich jetzt hier noch bei euch sein möchte, wenn wir jetzt noch die 19, 20 Stimmen machen könnten. Das würde mich freuen. Weil heute Nacht wird mit Sicherheit auch wieder die eine oder andere Stimme kommen und die Gefahr, dass wir abstürzen, ist dann doch sehr groß. Und sowas finde ich sehr, sehr, sehr schade. Was ich auch machen werde, ist dieses Video nachher uploaden und dann werde ich das auch in meinen eigenen YouTube-Kanal reinsetzen. Da könnt ihr das gerne alles auch nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Die ganze Stunde. Ich weiß. Einer hat sich die Mühe gemacht und hat sich das Nauzen-Rezept-Video komplett angeschaut, beziehungsweise die zwei Videos. Hat er mir per WhatsApp geschrieben. Fand ich super cool, die Aktion. Und vor allen Dingen super cool waren die Nauzen, die es am Wochenende gab, die ich gemacht habe. Auch hier live bei Facebook. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die ich mittlerweile schon nerve. Ja, aber das muss leider noch sein. Spätestens Aschermittwoch hat das ein Ende, dann ist nämlich Karneval rum und dann brauchen wir auch keine Karnevalsgummibärchen mehr und ich weiß auch schon eins, nächstes Jahr mache ich diese Aktion nicht mehr mit. Das kostet mich einige Freundschaften und viel Nerven und das braucht man nicht. Der Spaß sollte im Vordergrund stehen und deswegen machen wir mit, damit wir auch hier, wie gesagt, die Chance haben, auf 30.000 Tütchen Gummibärchen zu gewinnen. Dafür bitte unten in den fixierten Beitrag gehen. Karmelgemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden. Gebt uns eure Stimme. Dann haben wir die Chance, dort weiter im Rennen zu bleiben. Wir müssen nur unter die Top 10 kommen und dann hoffen, dass wir weiterkommen. Ich mache nochmal ein Update. 3.410. Ja, jetzt haben wir knapp 45 Minuten, die ich jetzt schon hier auf Sendung bin mit euch. Knappe, wie viel waren es gewesen? 15 Stimmen bekommen. Ist jetzt nicht so viel, wie ich mir gerne erhofft hätte. Wie gesagt, vielleicht gehe ich ja am Sonntagmorgen nochmal hier mit euch auf Sendung oder auf meinem privaten Kanal und würde mich freuen, wenn ihr uns, die Düsseldorfer Spaßköpfe, unterstützen würdet. Ja, ansonsten, wie gesagt, dürft ihr in dieser Gruppe fleißig nette Fotos posten von sämtlichen Veranstaltungen, die jetzt auch in der Karnevalszeit an der Mosel abgehen, von einigen Prinzenpaaren, sei es von
In Ernst, die haben neues, schönes Familienprinzenpaar, wenn ich das richtig gesehen habe auf den Fotos. Oder auch von anderen Gemeinden an der Mosel. Aber auch schöne Veranstaltungen. Darf hier Werbung gemacht werden für Weinfest, Kirmes oder Backesfeste, die auch gerne gemacht werden. Dafür seid ihr hier in dieser Gruppe genau richtig. Jetzt muss ich mal gerade hier wegmachen. Dafür seid ihr hier in der Gruppe genau richtig. Was wir hier nicht wollen, sind pornografische Bilder, Videos bzw. Krediteien. Die werden sofort blockiert oder weitestgehend immer sofort blockiert, weil so ein Quatsch brauchen wir hier überhaupt nicht. Was wir wollen, sind nette Menschen, lustige Menschen, die zu ihrer Heimat stehen, dass sie von der Mosel sind oder kommen oder immer noch da wohnen. Ich wohne leider nicht mehr da. Ich wohne jetzt hier in Düsseldorf seit 2001. Aber ich fühle mich immer wieder heimisch an der Mosel, wenn ich eure tollen Fotos oder Videobeiträge hier in der Gruppe sehe. Ja, aber ich freue mich auch über leckere Rezepte, wenn die mal hier gepostet werden. Sei es vom Düppekuchen, von Naunzen oder von Spundekäs oder. Setzt sie mal rein, beziehungsweise ich probiere mal, irgendwie kann man das, muss ich mal schauen, auch hier Ordner erstellen, wo man sowas abheften kann, damit man so eine Art Rezeptbuch, Online-Rezeptbuch erstellen kann. Sowas sollte mit Sicherheit machbar sein. Ich bin auch so einer, der macht gerne Testessen. Will jetzt nicht vorbeikommen bei euch zum Essen. Nee, nicht falsch verstehen. Ich würde zumindest das mal nachkochen wollen oder nachmachen wollen hier in Düsseldorf. Wenn es gut war, berichte ich euch natürlich darüber. Wenn noch jemand ein leckeres Rezept hat für Karneval, für eine leckere Abendmahlzeit, weil nach dem Umzug haben wir ja mit Sicherheit Hunger. Brauchen da was Leckeres, kann er mir gerne auch mal was Nettes empfehlen. Wenn es was Mosel-typisches ist, weil andere Rezepte gibt es ja natürlich, aber so leckere Mosel-Rezepte nehme ich gerne an. Vor allen Dingen, ich habe hier auch den einen oder anderen Abnehmer, der auch schon, ja, wie soll ich sagen, Spaß am Essen gefunden hat. So, jetzt gehe ich nochmal gucken, was die Abstimmung macht. Wenn wir da stehen, kann ich mir kaum vorstellen. 3410. Da tut sich nichts mehr momentan. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir 3412. Geht doch. Also wieder weitere zwei Stimmen bekommen. Ihr könnt abstimmen mit Handy, PC, Tablet oder. Gebt uns eure Stimme im Kampf gegen die großen Karnevalsvereine. Mich würde es freuen, beziehungsweise uns würde es freuen. Die Camberger Gemeinschaft Karneval in Düsseldorfer Süden. Ich stellvertretend als einer der knappe 26 Spaßköppen mit Kindern, die dabei mitmachen. Wir sind eine reine Elterninitiative. Wir bekommen kein Geld dafür, wie andere Vereine von der Stadt oder von anderen Organisationen, die da fleißig mit zugeschüttet werden. Wir können nur, ja, haben die Chance, halt eben Gummibärchen zu gewinnen. Wenn aber hier ein Weingut dabei ist oder ein Anstreicher oder sonstige Firmen, die sagen, pass auf, wir unterstützen euch, ich schicke dir ein Päckchen zu, da sind Wurfmaterialien drin mit Werbung von mir, dann werfen wir die auch, beziehungsweise verteilen die auch hier in Düsseldorf, damit man vielleicht auch Gäste von Düsseldorf an der Mosel begrüßen kann in einem Weingut zu der lustigen Veranstaltung, zur Weinprobe oder sonstige. Also, wir würden uns freuen. Da war jetzt gerade wieder ein Daumen, der hochgegangen ist, habe ich gesehen. Super. Das heißt für mich, oder ich hoffe, du hast für uns abgestimmt beim Voting. Unten ist die Adresse eingezeigt in den Kommentaren. Kammelgeregen-Profil, dass wir mit deiner Stimme rechnen konnten. Es kann mit jedem Handy gevotet werden, mit dem Laptop, mit PC oder. Was auch gemacht werden darf, ist den Link nehmen, den weiterschicken per WhatsApp an andere Freunde, Bekannte, die einfach mal sich 2 Minuten Zeit nehmen, ihre Stimme abgeben und gut ist. Ansonsten dürft ihr aber gerne auch noch bis zum 13. für uns weiter voten. Mich würde es freuen, unsere Mitstreiter würde es auch freuen, weil nur so haben wir die Chance, da was machen zu können im Kampf gegen die Großen. Wir wollen gewinnen und wer auf jeden Fall nicht gewinnen soll, sage ich an dieser Stelle auch nochmal, ist der Terror. Weil eben haben wir die Information bekommen, dass
uns der Veranstalter, wo wir mitgehen, ein großes Sicherheitspaket erstellen muss, damit der Zug überhaupt starten kann. Wir sind gespannt, wie da die weiteren Verhandlungen laufen, weil es kann nicht sein, dass der Terror gewinnt, sondern insgesamt soll der Karneval gewinnen, weil der steht hier an dem oder in den nächsten 2, 2,5 Wochen soll der Karneval im Vordergrund stehen und nicht der Terror. Nur was man jetzt hier hört in Düsseldorf, was einige Veranstaltungen haben müssen, ist es teilweise ein Kopfschütteln. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen, lasst uns zusammen gewinnen, dann gewinnt ihr von uns, nämlich die Gummibärchen, insofern ihr gerne an dem Karnevalswochenende nach Düsseldorf kommt, um montags den Umzug, Quatsch, sonntags den Umzug in Reisholz und in Hassels mit anschauen zu können. Das machen wir nämlich dann zusammen mit den Hasselholter Jecken, den Mitgliedern der Pfarrei St. Antonius und Elisabeth, die dieses Jahr ihr 3x11-jähriges Pfarrkarneval feiern, und dem Oberquatschkopf dieses Jahr, Dirk der Baumeister, der an Rosenmontag seinen 50. Geburtstag feiert. Der wird auch dann beim großen Rosenmontagsumzug in Düsseldorf dabei sein und mit Sicherheit viel Spaß auf dem Wagen haben, damit er dort ausgiebig seinen 50. feiern kann. Und die Waldkobolde des Kindergartens sind auch nicht zu vergessen, genauso wie die Hermann-Gmeiner-Grundschule. Die machen alle mit bei der Aktion Kamellgemeinschaft und wir wollen alle die 30.000 Stimmen haben. Und dann haben wir vielleicht die Chance, mit eurer Unterstützung die Stimmen zu bekommen. Ich mache jetzt mal kurz ein Update. Weitere Stimmen sind leider nicht dazugekommen. Das ist schade. Aber ich wiederhole mich auch gerne mal. Ich weiß auch, dass ich mittlerweile den einen oder anderen verärgert habe mit diesen ganzen Aktionen, weil ich sag mal so, die letzten Tage gingen viele WhatsApp-Nachrichten, sei es von mir, von meiner Frau oder anderen Mitgliedern, raus quer durch Deutschland, wo darum gebeten worden ist, uns als kleine Gemeinschaft zu unterstützen im Kampf gegen die Großen. Wenn man sich ja gerne nur mal die Voting-Zahlen anschaut, der Erstplatzierte 5.477 Stimmen, fast 500 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten oder ich sage jetzt mal fast 2.000 Punkte Vorsprung auf uns Platz 8, da sieht man schon, was da gewotet wird. Und das ist sehr schade, weil vor allen Dingen, ich sag mal, die Großen, die haben meistens Geld, die brauchen wenig Wurfmaterial. Im Gegensatz zu unserer Elterninitiative. Weil wir bekommen von städtischer Seite leider kein Geld, da wir kein Verein sind. Vereine können wohl hier in Düsseldorf beantragen, dass sie Zuschüsse bekommen für Wurfmaterial. Wir nicht. Wir müssen alles aus eigener Tasche bezahlen. Haben dieses Jahr uns zum ersten Mal einen eigenen Wagen gekauft. Der muss natürlich auch hergerichtet werden. Und das wird er. Vor allen Dingen schön, dass wir damit dann am Karnevalssonntag auch mitfahren. An der Stelle mache ich auch schon mal den Hinweis, dass ich dann vorhabe, grobe Richtung Karnevalssonntag, das müsste der 27. sein oder 26. vorhabe, vom Karnevalswagen auch live auf Sendung zu gehen. Ich muss nur mal gucken, ob ich das live hier in der Gruppe mache oder gegebenenfalls auf meinem privaten Profil. Ich denke mal eher auf meinem privaten Profil, weil die Gruppe soll dafür ja nicht missbraucht werden, dass ich jetzt hier nur Werbung mache für Stimmen, sondern die Gruppe soll ja dafür da sein, dass man die Mosel-typischen Sachen sehen kann und sollte. Denn dafür ist die Gruppe da, nur ich bin einfach jetzt mal so unverschämt als einer der Gruppenadmins oder der Obergruppenadmin, sage ich jetzt mal so, weil ich einfach hier die Chance sehe mit eurer Unterstützung, weil wir sind hier knappe 4000 Menschen in der Gruppe drinnen, dass wenn einer nur mal drücken würde, wir einige Stimmen machen könnten. Das wäre super, wenn das so wäre. Aber meine Zeit ist jetzt langsam auch gekommen, weil ich bin jetzt fast eine ganze Stunde online und ich muss das Zimmer frei machen, sodass ich mich an dieser Stelle schon mal bei euch bedanken möchte. Für die, die jetzt zugeschaut haben in der letzten Stunde, vor allen Dingen, die mir ihre Stimme gegeben haben oder uns die Stimme gegeben haben, kam wieder gerade eine dazu. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir auch. Ich muss mal gucken, wenn ich Sonntagmorgen Zeit haben sollte, komme ich gerne nochmal hin, beziehungsweise gehe dann auf mein Privatprofil. Wenn jemand Interesse hat daran, dass es hier in der Gruppe gezeigt werden soll, schreibt mich gerne an, per Privatnachricht oder als Kommentar unten rein. Und dann
schaue ich mal, was ich tun kann für euch. Ansonsten bedanke ich mich, wünsche euch einen schönen Abend und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen zufälligerweise am Karnevalswochenende hier in Düsseldorf und bewerf euch vielleicht mit den Gummibärchen, die wir mit eurer Unterstützung hier gewinnen können. Weise nochmal darauf hin, unten im Kommentarfeld ist der Link an. Da einfach drauf gehen, dann kommt ihr zur Kamellengemeinschaft Karneval im Düsseldorfer Süden, gebt uns eure Stimme ab und dann haben wir die Chance, noch ein paar Plätze gut zu machen im Kampf gegen die großen Karnevalsvereine. Da oben, jetzt wo ich gehen möchte, kommen noch die meisten Zuschauer, das ist sehr schön. Dann bleibe ich noch ein paar Minuten und mache noch ein bisschen Werbung dafür. Bitte abstimmen für uns, wir würden uns freuen, wenn wir eure Stimme haben. Irgendwo ist auch der QR-Code abgebildet oder fixiert oben. Der darf auch gerne abgescannt werden, weil damit kann man noch einmal eine Stimme mehr abgeben, wenn man einmal den QR-Code abscannt. Ansonsten kann abgestimmt werden mit Laptop, PC, Handy oder Tablet. Alles das ist machbar, wo man sich mit ins Internet einwählen kann. Und es wäre schön, wenn ihr uns bis zum 13. Februar damit unterstützen könntet, jeden Tag einmal abzustimmen, damit wir die Chance haben. So, hat noch jemand eine Frage? Dann schnell raus damit, schreibt sie schnell in die Kommentare unten rein. Dann versuche ich die noch zu beantworten. Und hier kann man was, vor allem können die eingetragenen Vereine Geld von der Stadt beantragen. Na, die Garater machen Werbung in Köln. Ja, hier geht man jetzt sogar schon ins feindliche Gebiet, sage ich jetzt mal so, weil Düsseldorf-Köln mag sich ja gar nicht, macht Werbung in Köln, damit die Kölner praktisch auch die Düsseldorf unterstützen, damit diese dann die Chance haben, auch die Gummibärchen zu gewinnen. Aber wir wollen sie ja auch haben. Und mich würde es freuen, wenn wir in den Top 10 drin bleiben würden. Und wenn es nachher nur der Facebook-Preis ist, den man gewinnen kann, würde mich das, mich persönlich auch schon freuen, wenn wir den gewonnen hätten, sage ich jetzt mal so. Weil wir machen viel Werbung hier bei Facebook und nicht nur bei Facebook, auch bei YouTube, für die ganze Geschichte, um Stimmen zu gewinnen. Und ja, ich denke mal, die Arbeit würde sich damit dann auf jeden Fall bezahlt machen. Ansonsten, wenn jemand von euch unten in der Mosel Werbung verteilen möchte, sind wir gerne bereit, diese hier auf dem Umzug am Karnevalssonntag zu verteilen, sei es Kugelschreiber, die wir werfen können, Flaschenöffner oder Prospekte, je nachdem von einem Weingut, von einer Pension oder sonstiges. Ich bin für viele Schandtaten bereit. Schreibt mir eine Privatnachricht. Ich gucke jetzt auch Spaß mal rein, aber ich denke mal nicht, dass sich da jemand drauf gemeldet hat. Da kann man mit Sicherheit was machen und ich begrüße noch einen neuen Zuschauer. Hallo. Bitte unten auf den Link gehen. Einmal abstimmen für uns. Das würde uns freuen, wenn wir mit deiner Stimme rechnen könnten. Und ja, deswegen. So, ich würde auch jetzt das Zimmer wirklich frei machen. Wird anderweitig benutzt. In dem Sinne bedanke ich mich. Wünsche euch einen schönen Abend. Gebt uns bitte eure Stimmen und ich denke mal, am Wochenende werde ich mit Sicherheit nochmal, wenn es privat ist, online zu sehen sein und dann nochmal Hinweisen geben zu können, wie Stand der Dinge ist. Wie gesagt, momentan sind wir leider auf Platz 8 bis Platz 5 sind es keine 70 Stimmen, die uns fehlen, ein paar Plätze gut zu machen. Am Ende zählt, innerhalb der Top 10 zu sein, damit wir die Chance haben, auf diese 30.000 Tütchen Haribo zu gewinnen. Macht's gut! Es hat mir wieder Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und vielleicht sieht man sich demnächst auch nochmal real an der Mosel. Bis dann. Ciao, ciao.